Und schon am Samstag hat für die Ersten der Testalltag angefangen. Eine ganze Reihe von Untersuchungen, die auch in den Hochlagern bis auf 7000 Meter rauf müssen, absolviert werden. Der Expeditionsarzt Christoph Wohlschläger von Basel hat selber auch mitgeholfen. Wir messen bei dir Blutdruck, messen, wir messen Fieber, messen, wir messen dein Gewicht, messen, wir müssen vorbereiten deine Ohren für die Blutentnahme, die es dort gibt. Mehrere Stunden dauern die Untersuchungen für jeden Proband. Und für die Forscher gibt es am Forschungstag einen 12-Stunden-Arbeitstag. Die Forscherin Claudia Mali hat der Probandin Ursina Grosch den Test auf dem Hometrainer erklärt. Jetzt, wenn ich gesagt habe, tief einschnaufen und ganz fest und ganz lang ausschnaufen. Nachli, und nochmal weiter schnaufen. Die Spiroergometrie, eben der Leistungstest auf dem Ergometer, ist der strengste Test hier am Himmel um Himmel. Velofahren bis zum Umkehren auf dieser Höhe geht an die Nieren, noch bevor es angefangen hat. Ursina Grosch vor dem Start unter der Maske. Ja, so ein bisschen Kopfweh, aber sonst so ein bisschen Druck, aber nicht schlimm. Die Rebecca Töni-Tobler nimmt es gelassen. Ich habe mich schon überholt. Es war streng, ja. Anders als Bern. Also gekotzt habe ich nicht. Blutentnahme, Ultraschall von Herz, Lungen und Hirn, aber auch andere Untersuchungen lassen die 40 freiwilligen Testpersonen über sich gehen. Und das bis jetzt mit einer erstaunlichen Lockerheit. Es nimmt mich schon Wunder, wie das dann weiter oben aussieht. Weil 10 schnelle Schritte und man fährt schon hier auf rund 4800 Meter anfangen zu schnaufen wie ein Nilpferd.